Willkommen zur nunmehr dritten Veranstaltung in der diesjährigen Roberto Carola Ringvorlesung, die in diesem Semester die Frage nach dem Spannungsverhältnis zwischen Ende auf der einen Seite und Anfang auf der anderen Seite, zwischen Katastrophen und Neubeginn, zwischen, wie wir in den ersten beiden Vorträgen gehört haben, Traum und Albtraum, zwischen Verzweiflung, Wut und Schrecken und der Schaffung einer neuen Welt stellen will, weil doch mit der Klimakrise, den Erfahrungen der Pandemie und nicht zuletzt dem Krieg in Europa und der sich damit gerade radikal wandelnden Weltordnung, dies nicht nur angemessen erscheint, sondern dringend nötig. Generations- und kulturenübergreifend berührt diese Frage direkt unser aller Erfahrungswelten. Die Roberto Carola Ringvorlesung wollen wir deswegen nutzen als ein Forum, um Wissenschaftler, Akteure des öffentlichen Lebens, Künstlerinnen und Künstler miteinander und mit einem breiten Publikum, und zwar alt und jung, in einen Dialog zu bringen, in dem wir gemeinsam überlegen, ob und wie man all diese Katastrophen, diese Krisen als eine Chance, eine Möglichkeit, ja einen Katalysator für Neuanfänge und somit als Teil einer neuen, ja so dringend nötigen, nicht Zerstörungsgeschichte, sondern Schöpfungsgeschichte begreifen kann. Und heute wollen wir das tun, was für unser Konzept in dieser Veranstaltungsreihe wirklich zentral ist, nämlich, dass wir nicht nur in Vortragsveranstaltungen ein breites, global ausgerichtetes Panorama von Denkmöglichkeiten aufspannen, sondern dass wir mit Hilfe von unterschiedlichen Formaten Publikum und Vortragende transdisziplinär gleichermaßen zur aktiven Teilnahme, also eben nicht nur zum Denken, sondern eben auch zum Tun, zum Schöpfen, zum Handeln auffordern und anregen wollen. Und dafür haben wir die Theologin und Pfarrerin Christina Blaskes hierhin eingeladen, die heute mit einer Gruppe von Jugendlichen, die hier vorne sitzen, Vertreter des ökumenischen Jugendprojekts Heidelberg-Eppelheim, über die befreiende Kraft der Klage sprechen wird. Und das, was Sie jetzt von dieser Gruppe hören werden, sind Reflexionen auf ein gemeinsames Aktionskonzert, nenne ich es jetzt mal, das Teil der begleitenden Konzertreihe zu unserer Vorlesung war. Und ein Portfolio von dieser Konzertreihe und auch ein paar von den Programmen haben wir vorne wieder ausgelegt, wenn Sie das interessiert. Bei diesem Konzert haben nämlich diese vier Jugendlichen und noch ein paar andere, aber heute Abend haben wir hier die Ronja Scherz, Anouk Wessels, Simon Helbig und Mikko Burkhardt, die ich herzlich willkommen heiße, die haben in diesem Konzert eine zentrale Rolle gespielt. Mit eigenen Texten haben sie nämlich bei diesem Konzert mit dem Titel Patchwork at Lamento Anfang Oktober eingegriffen in das musikalische Geschehen, nachdem sie sich mit dem musikalischen Programm, das da zur Performance kam, und das reichte von den Lamentationes von Palestrina bis zu den Madrigalen von Thomas Wilkes, also einen Bogen spannt von der herzzerreißenden Klage sozusagen und Totenklage bis zum haltlosen Jubel. In diesem Konzert haben Sie sich auseinandergesetzt oder in Ihrer Arbeit haben Sie sich auseinandergesetzt mit eben diesen Worten in den Madrigalen und Liedern, die dort gesungen wurden. Was und wie wir aus diesen Texten und Musiken für unser Jetzt und Heute mitnehmen können, lernen können, das können uns diese Jugendlichen aus eigener Anschauung und in eigenen Worten eben berichten. Und danach sozusagen, nachdem man klagt, kann man ja dann, wenn man diese Texte liest und hört, zur Besinnung kommen und dann hinter den eigenen Schmerz vielleicht auch ein wenig zurückschauen. Denn zur Klage mache ich euch Mut, nicht zum Jammern, das sagt Christina Blaskes, die gemeinsam mit der Gruppe gearbeitet hat. Christina Blaskes hat in Heidelberg und Buenos Aires studiert, hat 2010 mit einer Arbeit, die hieß Kirchliche Hilfe für jüdische Mitbürger, mit Fragezeichen, eine Fallstudie am Beispiel Argentinien, ihren Master gemacht. Und dann, nach einigen Jahren psychosozialer Betreuung, Pfarrvikariate an verschiedenen Kirchen in Heidelberg und Umgebung, in der Johanneskirche in Heidelberg, in der Christuskirche in Heidelberg und dann in Walldorf und in Oftersheim aufgenommen und ist seit 2012 erst in Eberbach und dann jetzt eben in Eppelheim als evangelische Pfarrerin und Seelsorgerin tätig. Und hier hat sie auch immer wieder Sprecherinnenfunktionen, unter anderem für die Kurpfalz, übernommen. Die Klage ist für Christina Blaskes
der erste Schritt aus der Sprachlosigkeit. Einmal gewagt, eröffnet die Klage das Rausschreien dessen, worüber man sich so ärgert oder an dem man so leidet, eröffnet das neue Perspektiven und Möglichkeiten, eine Krise zu überwinden. Im Austausch mit den Jugendlichen, die ihrerseits alle so ein paar Jahre vor dem Abitur stehen, die selbst Musik machen, tanzen, singen und sich für so ganz unterschiedliche Dinge wie Science Fiction, wie Romane, wie Archäologie, wie postmoderne Stadtkulturen interessieren. Mit diesen Jugendlichen zusammen wird Christina Blaskes uns heute alte und junge Gedanken zur befreienden Kraft des Lamentos und dessen Bedeutung für die Bewältigung von Krisen vorstellen. Letzte Woche hat Sarah Lander in ihrer Lesung zu Kafka und Moyen gezeigt, wie diese beiden Autoren gezielt alltägliche Wirklichkeiten durchbrechen und dabei alles scheinbar Feststehende und alles scheinbar Offensichtliche so verunsichern, um so eine Suche in Gang zu setzen, die für West und Ost gleichermaßen relevant ist. Die einerseits die Omnipräsenz von Gewalt gegen Individuen in Frage stellt und andererseits die enge Verflochtenheit einzelner Schicksale mit der Gesamtheit unserer Welt in Zusammenhang brachte. Jetzt hat die Verwandlung von Kafka, die ihr bestimmt alle auch in der Schule gelesen habt, unter anderem besprochen. Und sie hat am Ende dieser Vorlesung geendet mit dem folgenden Satz aus dem Nachlass von Kafka, wo er schreibt: Wir sind mit dem irdisch befleckten Auge gesehen, in der Situation von Eisenbahnreisenden, die in einem langen Tunnel verunglückt sind, und zwar an einer Stelle, wo man das Licht des Anfangs nicht mehr sieht, das Licht des Endes aber nur so winzig, dass es der Blick immerfort suchen muss und immerfort verliert, wobei Anfang und Ende nicht einmal sicher sind. Rings um uns aber haben wir in der Verwirrung der Sinne oder in der Höchstempfindlichkeit der Sinne lauter Ungeheuer, und ein je nach der Laune und Verwundung des Einzelnen entzückendes oder ermüdendes kaleidoskopisches Spiel. Und genau da, bei diesem Kafka-Zitat oder bei dem, was das Kafka-Zitat sagt, dem Tunnel, wo man das Ende gar nicht sehen kann oder vielleicht doch, bei den Möglichkeiten also aus Verwundung zum Entzücken zu kommen, das Licht am Ende des Tunnels eben nicht nur vage zu erkennen, sondern beim Schopf zu greifen, da wollen wir heute anfangen und ich freue mich sehr auf das Gespräch und wünsche allen Beteiligten viel Spaß dabei. Herzlich willkommen. Ich beklage. Ich beklage, dass es Menschen gibt, die andere Leute skrupellos betrügen. Ich beklage, dass es Kinder gibt, die ausgebeutet und ausgenutzt werden. Ich beklage, dass es Menschen gibt, die an der Macht sind, aber diese Macht nur für sich nutzen. Ich beklage, dass die Politik zu wenig auf das Klima und die Natur achtet. Ich beklage, dass die Politik korrupt ist und Fortschritt so oft aufgehalten wird. Ich beklage, dass homosexuelle Liebe oft nicht ernst genommen wird. Ich beklage, dass es Massentierhaltung gibt, dass Lebewesen gequält und schrecklich behandelt werden.
Ich beklage, so haben sich die Jugendlichen vorgestellt. So ähnlich begann auch das Konzert Patchwork et Lamento vor ein paar Wochen. So hieß das letzte Projekt der jungen Kantorei, deren Konzerte, wie wir eben schon gehört haben, in enger Verbindung mit dieser Ringvorlesung auch stehen. Nach Konfrontation und Demonstration Schlagwörter, die in den ersten Teilen des diesjährigen Konzerts der diesjährigen Konzerte der jungen Kantorei wichtig waren und sie begleitet haben, jetzt ein A Cappella-Projekt, das zur Kontemplation führen wollte. Das Nachdenken der Einzelnen inmitten einer komplexen, bedrohten und bedrohlichen Welt. Lamento, die Klage im Gegensatz zum Jammern als Ausdruck und Weg. Über dieses Projekt wollen wir erzählen in Worten und in Tönen. Im Rahmen des Projekts haben wir Jugendliche zum Klagen und zur Klage ermutigt. Wir, das sind die, die auf dem Bild jetzt ganz unten links stehen, das Konzeptteam der jungen Kantorei. Das sind Lehrerinnen und Pfarrerinnen, eine Pastoralreferentin, die diese Arbeit mit den Jugendlichen vorbereitet haben. Jungen Menschen im Rahmen eines Konzertprojekts eine Stimme geben. In diesem Fall eine Stimme für die persönliche Auseinandersetzung mit den eigenen beklagenswerten Dingen und Zuständen im Leben. Ihnen dazu bewährte Konzepte anbieten, in dem Fall biblische Klagetexte und Fragen in den Raum stellen, die die eigenen Gedanken und den eigenen Ausdruck anregen. Das wollten wir. Was daraus geworden ist, das sehen Sie hier und hören Sie exemplarisch von den vier schon eben vorgestellten Anwesenden. Besonders war, und das sieht man auf diesem Bild, die Konzerte fanden an drei Orten statt und an drei Orten waren die Antworten der Jugendlichen völlig verschieden. Die Marburger Schülerinnen, die sind unten links zu sehen in den weißen Schutzanzügen, haben eine sehr kreative und assoziative Umsetzung der Gedanken, der Gefühle, der Themen gewagt. In Frankfurt stand das Szenische im Mittelpunkt. Man sieht dort, das sieht man später noch einmal besser, in dem oberen Bild, links neben dem Plakat, eine Gruppe von da tatsächlich Konfirmandinnen und Konfirmanden auf der Suche. In Heidelberg haben unsere hier 14- bis 16-jährigen jungen Leute, die sich zum ökumenischen Projekt zusammengefunden haben, textlich gearbeitet. Und es war uns wichtig, junge Menschen einzuladen. Einzuladen, klassische Musik, die bei den wenigsten Teil der eigenen Welt ist, wahrzunehmen, ja, sie als Gegenüber zu haben, sich damit auseinanderzusetzen und sich selbst als Teil eines solchen Projektes wahrnehmen zu können. In biblischen Texten, die als Grundlage dienten, oder man könnte sagen, die das Angebot sind, das wir den Jugendlichen machen konnten, ein bewährtes Konzept mit Klage umzugehen oder mit Krisen umzugehen, gibt es einen immer wiederkehrenden Dreischritt. Die Barbara Mittler hat ihn eben schon genannt. Er beginnt mit der Klage, er geht weiter mit der Suche und er mündet ins Loben oder auch Vertrauen. Das kommt vor in den Klageliedern des Jeremia, die auch vertont wurden und daraus auch gesungen wurde. Es kommt in vielen Psalmen vor. Es kommt in prophetischen Texten vor. Und es kommt dann, wie wir feststellen konnten, auch in Liedern anderer Epochen vor, die Teil des Konzertes waren. Es war unsere Hoffnung, dass es vorkommt
in der Kontemplation, in dem sich einlassen, in dem draufhören, im Lauschen auf ungekannte Klänge und somit die Möglichkeit haben, eigene Klageworte zu finden, eigene Möglichkeiten der Suche, eigene Auswege. Von den Jugendlichen? Moment. Genau. Ich musste gerade meine Seite wiederfinden, Entschuldigung. Oft bleiben die Texte in den der vertonten Stücke bei den Emotionen stehen. Bei Emotionen stehen, die sich dann nach einer Weile verändern, die sich dann noch einmal verändern. Und es war ganz schön schwierig, die Texte der Lieder, die Stücke, den einzelnen Punkten, den einzelnen Etappen, Klage, Suche, Loben zuzuordnen. Das war so schwierig, wie es mir jetzt fiel, das auszusprechen. Weil man so gerne hätte, dass es eindeutige Klagelieder gibt, eindeutige Suchlieder, eindeutige Loblieder, dann könnte man das wunderschön plakativ zeigen. Aber so ist das Leben nicht, so sind biblische Texte nicht. Es war immer wieder so, dass man innerhalb der Musikstücke diese Schritte gefunden hat und nur Tendenzen feststellen konnte. Mal mehr Klage, mal mehr Suchen, mal mehr Lob. Das kontemplativ gehaltene Konzert war dazu angetan, als Zuhörende und Aktive den eigenen Gedankenpfaden nachzugehen, Klagemomente zu finden, innere Pfade zu entdecken. Der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden, ein großer Teil des Konzertes, ein wichtiger Teil des Konzertes, was es zu einem Patchwork gemacht hat, Patchwork et Lamento. Bei A Cappella-Konzerten der jungen Kantorei treffen die jeweiligen Chorwerke auf außergewöhnliche Künstlerinnen und Instrumentarien der Gegenwart. Und in diesem Fall hat ein Duo, das Duo You and Me, mit Marimbaphon und Vibraphon-Klängen ganz neue Räume und Klangwelten eröffnet, die das ganze Konzert sehr belebt und bereichert haben und einen Gegenpol, eine Antwort, einen Resonanzraum darstellten. Ich kann es hier nur der Vollständigkeit halber erwähnen. Ich habe keine Klangbeispiele des Duos. Die können hier und sollen hier auch nicht reproduziert werden. Sie können das aber jederzeit im Internet nachholen, wenn Sie You and Me eingeben. Sie sehen ja dort, wie es geschrieben wird. Hier nur der Vollständigkeit halber. Eingehen möchte ich auf den Text der Palestrina-Vertonung der Lamentationes, den Klageliedern des Jeremia. Das Konzert war von diesen Klagegesängen umrahmt, aber auch in diesen Klagegesängen ist nicht nur die Klage präsent. Wunderschöne Musik des 16. Jahrhunderts, in der allerdings Text und Musik ganz wenig Bezug aufeinander nehmen. Es sind hier tatsächlich die Texte wichtig. Es beginnt die Klage des Propheten Jeremia. Ach, wie liegt die Stadt so verlassen, die voll Volks war. Sie ist wie eine Witwe, die Fürstin unter den Völkern und die eine Königin in den Ländern war, muss nun dienen. Sie weint des Nachts, dass ihr die Tränen über die Backen laufen. Es ist niemand unter allen ihren Liebhabern, der sie tröstet. Alle ihre Freunde sind ihr untreu und ihre Feinde geworden. Jerusalem, Jerusalem, wende dich an den Herrn, deinen Gott. So beginnen die Klagelieder in der deutschen Übersetzung nach Martin Luther. Im hebräischen Original und auch zum Beispiel in der Vertonung Palestrinas, der lateinische Text zugrunde liegt, wird die Versnummerierung in hebräischen Buchstaben angegeben. Auch diese Buchstaben sind mit vertont. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He und wie sie alle heißen, sind vertont, als wären sie Teil des Stückes. Das können wir kurz hören. Thank you.
Das ist nichts weiter gewesen als der Buchstabe Aleph. Sie merken, diese Musik lässt sich richtig viel Zeit. Sie gibt der Klage ausführlichen Raum. 22 Buchstaben zählt das hebräische Alphabet. Jedes Kapitel der Klagelieder Jeremia hat 22 Verse, außer das zentrale dritte Kapitel. Das hat 3 × 22, also 66 Verse. Will sagen, die Klage ist allumfassend. Von A bis Z könnte man sagen, sie lässt nichts aus. Aber die Klage ist begrenzt. Sie ist nicht uferlos. Es gibt eine Form für diese Klage. Irgendwann ist alles gesagt. Irgendwann ist es genug. Die Klage ist nicht maßlos. Sie ist in ihrer umfassenden Ordnung begrenzt. Israel hat im Laufe seiner immer wieder bedrohten Geschichte das Klagen gelernt. Gelernt, das Klagen und die Klage zu nutzen. Man nimmt an, dass der Verfasser oder die Verfasser der Klagelieder Augenzeugen der Zerstörung des Tempels und der gesamten Stadt Jerusalem durch die Babylonier 586 vor Christus waren. Unter dem Eindruck der Zerstörung Jerusalems wird in der Ordnung des vorgegebenen Rahmens der 22 Verse mit unter die Haut gehenden Metaphern und Beschreibungen geklagt, was das Zeug hält. Berührend finde ich die Vorstellung der verlassenen Stadt, wie eine Witwe, die einst Königin war, die sich die Augen ausweint. Niemand kommt, von allen guten Geistern verlassen, Mutter, Seelen allein. Der Herr ist wie ein Feind geworden. Er hat sein eigenes Zelt zerwühlt wie einen Garten und seine Wohnung vernichtet, heißt es ein bisschen später. Alle, die vorübergehen, klatschen in die Hände, pfeifen und schütteln den Kopf über die Tochter Jerusalems. Ist das die Stadt, von der man sagte, sie sei die Allerschönste, an der sich alles Land freut? Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Auch das wissen die Klagelieder schon. In herzzerreißender Weise werden die hungernden Kinder auf der Straße beschrieben. Genau in der Mitte des Buches ändert sich der Tonfall und die Perspektive erstmals. Du wirst ja daran gedenken, denn meine Seele sagt mir es. Dies nehme ich zu Herzen, darum hoffe ich noch. Die Güte des Herrn ist's, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Denn der Herr ist freundlich dem, der auf ihn harrt und dem Menschen, der nach ihm fragt. Es ist ein köstlich Ding, geduldig sein und auf die Hilfe des Herrn hoffen. Eine neue Perspektive scheint auf, das wechseln die Bezugsrahmen von seine zu deine, aber es ist noch nicht so weit. Noch ist Geduld nötig, viel Geduld. Es folgt dann noch eine weitere wirklich heftige Klagerunde. Bis zum Kannibalismus steigern sich die Vorstellungen der Gräuel. Es heißt, es haben die barmherzigsten Frauen ihre Kinder selbst kochen müssen, damit sie zu essen hatten. Nichts mehr, das irgendjemanden kalt lassen kann. Es ist im wahrsten Sinne zum Gotterbarmen. Es wird nichts ausgelassen. Die Menschen haben also gelernt, ihre Not vor Gott zu bringen. Der oder die Dichter der Klageliedern schildern Gott ihr Leid in allen Einzelheiten, als wüsste er noch nichts davon. In der Hoffnung, Gott würde sich anrühren lassen und sich daran erinnern, dass er dem Volk ein liebender und schützender Vater sein wollte. Aber, und das ist bezeichnend für biblische Klagetexte, zugleich übten sich die Menschen darin, nach eigener Schuld beziehungsweise auch der Schuld der Vorfahren zu fragen. So als hätte Gott ihnen ihre Not als Strafe zugedacht. Diese Ahnung schwebt immer mit, ist aber überhaupt nicht eine, die sich durchzieht. Wohl aber die Frage nach der Schuld. Unsere Väter haben gesündigt und leben nicht mehr, wir aber müssen ihre Schuld tragen, also sogar die Schuld der Vorväter. Und dann, unseres Herzens Freude hat ein Ende, unser Reigen ist in Wehklagen verkehrt, die Krone ist von unserem Haupt gefallen, o weh, dass wir so gesündigt haben.
Klage und Selbstanklage gehen Hand in Hand. Es war eine Geste tiefer Demut damals im 6. vorchristlichen Jahrhundert in einer Nachkriegszeit, der Nachkriegszeit des Babylonischen Krieges. Gott nicht nur sein Leid zu klagen, sondern eben nach der eigenen Schuld und Verantwortung zu fragen und um Vergebung und dann um neue Zuwendung zu bitten, um weiterzukommen. Du, Herr, der du ewiglich bleibst und dein Thron von Geschlecht zu Geschlecht, warum willst du uns so ganz vergessen? Bringe uns, Herr, zurück, dass wir wieder heimkommen, auch wenn du uns ganz verworfen hast und über uns so sehr erzürnt warst. Klage ist also kein fruchtloses Gejammer, sondern ein Benennen, ein sich vergewissern, ein Sortieren, ein sich freimachen und, was ich als große Stärke der jüdisch-christlichen Tradition sehe, in der Klage ein Gegenüber zu glauben, Gott, dem man die Klage getrost zumuten kann. Klage, also ganz im Gegensatz zum Jammern, kann die Grenzen weiten. Also sage ich, nicht zum Jammern, sondern zum Klagen mache ich Mut oder besser wollten wir jungen Menschen Mut machen. Und wir haben ihnen Fragen gestellt. Worüber möchtest du klagen, haben wir gefragt. Was stört und ärgert dich? Was bedeutet Einsamkeit für dich? Welchen Ort und welche Tageszeit würdest du wählen, wenn du was zu klagen hättest? Welche Gefühle, welche Töne begleiten dein Klagen? Einige Antworten haben wir zu Beginn gehört, weitere folgen jetzt. Ich freue mich ja so auf meine Zukunft. Welche Zukunft? Der Klimawandel ist mittlerweile fast nicht mehr aufzuhalten. Die Folgen wie Dürre, Fluten und Brände sind selbst für den Letzten, der sich nicht vollkommen von der Realität verabschiedet hat, ersichtlich. Aber wir machen doch enorme Fortschritte und gehen immer weiter in die richtige Richtung. Aber dieses Umdenken kommt viel zu spät und ist immer noch zu langsam. Sieh dir doch mal die Prioritäten der meisten Menschen an. Glaubst du wirklich, dass noch irgendetwas verhindert wird? Ich glaube noch an die Menschheit. Gehören auch jene zu deiner Menschheit, die sinnlose Kriege führen, die andere Menschen unterdrücken oder wissend Gräueltaten begehen? Nein, ja, ich meine, das sind doch nur ein paar. Und der Rest ist herzensgut? Wir alle kennen das Gefühl, da zu sitzen und voller Frustration die Decke über den Kopf ziehen zu wollen. Wir alle kennen die Kälte, die uns ins Herz kriecht und uns den Boden unter den Füßen wegzieht und die Angst, den Halt zu verlieren. Doch warum? Warum stürzt uns das Leben in diesen tiefen Abgrund der Ungewissheit? Darauf gibt es wohl keine Antwort. Und das tut weh, jedem von uns. Oft beklagen wir Dinge, die unzählige Menschen betreffen, wie zum Beispiel Krieg, Dürre und Sturmfluten, bei denen wortwörtlich die Welt untergeht. Manchmal sind es aber auch nur die kleinen Dinge, die uns ganz persönlich betreffen, wie eine schlechte Schulnote, ein gestorbenes Haustier, ein verlorener Freund. Doch was können wir tun? In diesen Momenten der Leere ist es wichtig zu klagen. Alleine, zu zweit, in der Gruppe. In diesen Momenten ist es wichtig, alle Trauer herauszuschreien und, wer kann, sie Gott vor die Füße zu schmeißen. Die Ausführungen zu den nächsten Schritten werden nicht mehr so lang, keine Sorge. Es war wichtig, mit der Klage eine gute Grundlage zu legen. Es geht jetzt, wie auch im Konzert damals, schneller voran. Nach den Klagen, nach den alten Lamentationes, die wir als Folie benutzt haben, Klagen der Spätromantik von Hugo Wolf
und Max Reger. Alles herauszuschreien, die Klage Gott vor die Füße zu werfen, wie Ronja eben gesagt hat. Mit den Themen von heute ist die Klage den alten Vorbildern nicht unähnlich, den ganz alten. In den Liedern der Spätromantik ist die Klage anders geworden, poetisch, kontemplativ eingebunden. Hören wir mal hin. Wir haben es gehört, keineswegs nur Klage, aber ganz viel Emotionen, die transportiert werden in Worten und in Tönen und wirklich aufeinander abgestimmt. Die Worte werden einzeln vertont. Fast transportiert die Musik hier mehr als die Worte, finde ich. Aber beklagt wird die Welt, der falsche Fleiß, die Eitelkeit, was keinen mag erlaben, darin der Tag das Herz zerstreut, liegt alles tief begraben. Wir machen gleich weiter mit einem weiteren Klangbeispiel. Max Regers Nachtlied, einen Teil daraus. Und hier ist jetzt besonders, dass eine Reihe derer, die das jetzt singen, auch Teil der jungen Kantorei sind, also auch wirklich in diesem Konzert mitgewirkt haben und der Chorleiter derselbe ist, wenngleich es nicht derselbe Chor ist. Ein inständiges Gebet, dieses Nachtlied, das in seiner Mitte eruptiv und beschwörend um Gottes Eingreifen fleht. Treib, Herr, von uns fern die unreinen Geister und halt du selbst die Nacht wach gern. Ganz kurz die Klage her und es ist schon sowas wie der Übergang
zu etwas anderem. Eine Antwort der Suche auch, nämlich das flehende Gebet, das hier schon beschreibt und Antworten sucht und Antworten anbietet. Wenn Gott doch das und das tun würde, dann wäre es doch gut. Die Übergänge in den Stücken sind fließend, von der Klage zur Suche zum Lob. Manche Perspektivwechsel ganz plötzlich, mal ist es Beschreibung, dann wieder direkte Ansprache. Das ist in den Psalmen so und das ist auch in den Liedtexten so. Die Suche reflektiert, die Suche erkennt oder führt zur Selbsterkenntnis. Es ist ein Nachdenken über Endlichkeit, über Einsamkeit. An vielen Stellen ist es so, dass nicht mehr Gott das Gegenüber ist, sondern eine ganz starke Naturverbundenheit spürbar wird und eher die Natur antwortet als Gott, aber nicht immer. Wir sind bei der Suche angelangt und hören Max Reger noch einmal mit einer intensiven Reflexion über das Sein, über die Erkenntnis der Vergänglichkeit. Hier ist es keine Klage mehr oder Verzweiflung, sondern ein Bewusstwerden, Bewusstsein des eigenen Aufgehobenseins in Gottes Händen in aller Vergänglichkeit. Erkenntnis der Vergänglichkeit. Der Mensch lebt und besteht nur eine kurze Zeit und alles wird vergehen. Was hier gar nicht vorkommt, in keinem der Texte, die wir dann hatten in den romantischen Liedern, Schuld oder Erkennen von Schuld oder die Frage nach der Schuld, die ist nicht da. Gott wird Tröster und Beschützer. Es ist ein, finde ich, ruhigeres Gottesbild, was da transportiert wird. Es ist überhaupt ein verinnerlichtes Nachdenken über die Dinge, kein Herausschreien mehr, kein Gott vor die Füße werfen an dieser Stelle, sondern ein Nachdenken über. Hugo Wolf hat uns durch die drei Stationen begleitet. Jetzt hier das Klangbeispiel zur Suche, die Jahre, wie die Wolken gehen und lassen mich hier einsam stehen, die Welt hat mich vergessen.
Es sind ganz viele hier, die singen innerlich weiter, das merke ich, weil man eigentlich weiter muss. Aber ich wollte jetzt bewusst hier aufhören. Die Welt hat mich vergessen. Da ist diese Traurigkeit, diese Sehnsucht, die Einsamkeit ganz anders als bei den Klageliedern. Aber eben so kann auch Klage gehen. Vielleicht ist manche unserer Klage so. Hier bedeutet sie Suche nach Trost angesichts der Vergänglichkeit. Hier wird Trost in der Natur gesucht. Aber doch ist es so, dass ein Schiffer, ein wandermüder Schiffer, man könnte sagen, ein Abendritual vollzieht, ein betendes Abendritual, singt übers Meer sein Abendlied zu Gottes Lob im Hafen. Und er findet Antwort im Trost der Natur, in einer Begegnung, denn es heißt ja dann, da tratst du wunderbar zu mir, wer auch immer das ist, der oder die da kommt. Und er findet Trost in der Nacht und im stillen Wald und im weiten Meer und im Ausruhen. Hier sind auch Ton und Musik ganz eng verbunden, bei Dämmerung, Stille, Nebel, gleitende Klänge. Auch hier haben wir unsere Jugendlichen gefragt, was macht ihr denn so? Wie macht ihr denn das? Wie befreist du dich aus der Klage? Welche Wünsche hast du für dich und andere? Was erträumst du dir? Was ist deine Suche? Welcher Ort und welche Tages- oder Jahreszeit eignet sich für dich am besten zum Nachdenken? Und welche Bedeutung spielt Musik für dein Nachdenken? Was hilft dir, wenn du traurig oder einsam bist? Und aus der Auseinandersetzung mit diesen Fragen sind eindrucksvolle Antworten entstanden. Hier sieht man Jugendliche in Frankfurt, Konfirmandinnen und Konfirmanden in Frankfurt, die das Thema Suche szenisch umgesetzt haben. Sie sind blind durch den Raum gelaufen, tastend durch den Raum gelaufen, haben sich berührt, sind sich begegnet, haben Abstände erspürt und erschätzt. Im unteren Bild, das fand ich so bezeichnend, scheint sich diese suchende Atmosphäre auch auf den Chorleiter übertragen zu haben. Es sieht wirklich aus wie, wo bin ich hier? Was ist hier? Was geschieht hier? Was wird hier? In Frankfurt war das so, in Heidelberg waren es Texte. Die hören wir jetzt. Stress, Druck, viel zu viel im Kopf. Keine Ruhe, keine Pausen. Kein Tag im Kalender ist mehr leer. Immer weiter, immer mehr. Keine Zeit, darüber nachzudenken, was ich bin und wer. Immer tun, immer machen. Anforderungen an mich und verpflichtende Sachen. Keine Gesellschaft, einsames Tun. So kann es nicht weitergehen. Was mache ich nun? Hunger, Durst, leidende Leute, Dürre, Flut, nichts normal heute. Krieg und Frieden, Sicherheit fraglich, die Gefühle der Menschen unbehaglich. Die Zukunft ist ungewiss, niemand weiß, was kommt. Manches bahnt sich an, manches geschieht prompt. Was ist der Weg, was ist das Ziel? Ist irgendein Zukunftsplan überhaupt noch stabil? Wo geht es jetzt lang? Was ist jetzt dran? Öffnen. Ein Überblick. Diesen Überblick, den brauche ich jetzt. Aber wie? Ich weiß nicht. Es gibt so viel, das mich hetzt. Das möchte ich nicht. Ich möchte doch frei sein. Möchte Ruhe und Pausen. Möchte Zeit für Flausen. Möchte Frieden und Zufriedenheit. Möchte ein GEM vor Einsamkeit. Möchte Hoffnung, die steht. Und einen Wind der Erfüllung herweht.
Das ist der Plan. Das ist das Ziel. Glaube und Hoffnung sind meiner Suche Stil. Es wird einfach alles zu viel, nichts funktioniert und der Druck ist zu groß. Ein Gefühl, mit dem jeder immer wieder zu kämpfen hat. Auf der Suche nach einem Ausweg begeben wir uns jetzt in den Wald. Anfangs scheint er dunkel und düster. Die Blätter rascheln und erschrecken uns. Und der Boden ist einfach zu matschig, um dort angenehm zu laufen. Doch wenn wir genau hinsehen, lernen wir all die wunderschönen Dinge des Waldes kennen, die wir im Alltagsstress übersehen. Es duftet nach frischem Holz und die vielen unterschiedlichen Pflanzen und Tiere bringen uns zum Staunen. Er gibt uns die Ruhe, um nachzudenken, loszulassen und neue Dinge zu entdecken, an die wir uns halten können. Und auf einmal erscheinen uns all die anderen Dinge gar nicht mehr so wichtig. Wie wäre es, wenn wir dieses Bild nun auf unser alltägliches Leben übertragen? Genau hinsehen. Was mich hält, ist der Satz: Alles wird gut. Alles wird gut. Ein Satz, in dem sich so vieles bündelt, von Herzen gesprochen. Es ist ein großer, ein ganz riesengroßer Vertrauensbeweis an das Leben, an die Möglichkeit der Veränderung. Gottvertrauen vielleicht auch. Es ist schon ganz schön viel passiert, wenn wir das sagen können. Es ist oft ein erkämpfter, ein errungener Zustand, dann wenn es nicht einfach nur dahergesagt ist. Und das mag sich hier spiegeln. Erstes Loblied ist ein errungenes Loblied, eins, in dem sich noch vieles reibt, eines, was anstrengend zu singen ist, ganz nebenbei, eines, in dem eine trotzige Haltung spürbar wird, trotzig, zwingend, eine beschworene Zuversicht ist, dass alles wird gut, ja, alles wird gut. Unüberwindlich bin ich mit dir. Aber es ist ein Kampf bis dahin. Dieser Text ist ein Klagepsalm in Kurzfassung. Klage, vergeht mir der Himmel von Staube schier. Die Suche,
ist die Bitte, Gott möge sich zeigen, sein Panier zeigen, also seine Flagge zeigen oder Flagge zeigen? Es ist die Erkenntnis der eigenen Wankelmütigkeit, wie schwankig, sündlich lässt du von mir. Und das Lob des unüberwindlichen Gottes oder das unüberwindlich in Gottes Nähe, mit Gott an der Seite, unter Gottes Flagge sein, wie auch immer sie das für sich haben möchten. Es ist ein tastendes Lob, aber sehr trotzig. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz kurz zurück zu den Klageliedern. Bis zum heutigen Tage werden sie zu bestimmten Zeiten des jüdischen Jahres gelesen und über den Verlust des Tempels wird getrauert und zugleich danach gefragt, welchen Anteil, welche Schuld die Menschen daran haben, wenn Gottes sichtbare Nähe abnimmt. Das sind Bußtage. Die sind kulturell in unseren Breiten nicht sehr tief verankert. Ein wenig noch genau in dieser Jahreszeit, nächste Woche ist nämlich Buß- und Bettag, da kommt das noch vor. Insgesamt spielen aber Bußtage in der christlichen Religion eine sehr marginale Rolle. Mindestens um den Aspekt der Klage, finde ich, ist es dabei schade. Denn die Erfahrung zeigt, Klage kann die engen Grenzen der eigenen Perspektive verwandeln. Und weiter wird in den Klageliedern und Gleiches gilt für Klagepsalmen deutlich, auch das Eingestehen von Schuld hilft weiter. Denn das Eingestehen von Schuld hilft zur Veränderung. Das biblische Konzept zum Umgang mit Krisen heißt, Klage und Demut zugleich üben, Gott suchen und ihm das Elend der Welt vor die Füße werfen. Ein Elend, das wir Menschen nicht im Handumdrehen ändern können, für das wir aber eben mindestens in Teilen mitverantwortlich sind. Ja, und zuweilen ist dem Elend der Welt nichts entgegenzusetzen als die Klage, aber es ist gut dabei, um ihre heilende Kraft zu wissen. Und wie in den biblischen Texten kann aus Klage, Schuld und Demut etwas Neues erwachsen. Bringe uns Herr zurück, erneuere unsere Tage, bittet Israel. Vertrauen steht hier am Ende der Klage. Wie gehen die Jugendlichen mit dem dritten Schritt, dem Vertrauen, dem Lob um? Hier ein Bild kurz vor dem Konzert in Heidelberg, dem nochmal intensiv geprobt wurde. Es ging ganz deutlich um mehr als bloße Worte. Es ging darum, einen Ausdruck zu finden, den eigenen Ausdruck zu finden. Es ging darum, sich zu trauen. Es ging darum, sich anzuvertrauen, jemanden, der einem sagt, mach so oder mach so, du kannst noch mehr, hol's raus. Es ging darum, über sich hinaus zu wachsen und vielleicht sogar ums Fliegen lernen. Es ging, trotz allem und in allem um ganz große Gefühle. In Marburg ging es um Leidenschaft und Glück, um sich fallen lassen und um den Himmel. Es ging um vieles. Und ihr habt auch noch Texte zum Loben, die wir hören. Wie sieht Lob aus? Was für eine Farbe hat das Lob? Wie klingt es? Was für eine Form hat es? Wofür lobe ich Gott? Für was lobe ich generell? Wie fühlt es sich für mich an? Wir sollten viel mehr loben. Warum? Weil ein Satz wie,
Das hast du echt toll gemacht, oder wie? Danke, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Geht so einfach. Einfach mal zugeben, dass jemand etwas gerade sehr gut gemacht hat. Vielleicht besser, als du es selbst könntest. Lob, und das finde ich am allerwichtigsten, Lob ist Lob, das muss von Herzen kommen. Dann ist es für den anderen eine Freude. Und das bei so geringem Aufwand. Wir sollten viel mehr loben. Wo ist das Lob bei dir zu Hause? Von welchen Menschen brauchst du ein Lob? Für was möchtest du gelobt werden? Mein ganz persönliches Lob an Gott. Herr, ich lobe dich dafür, dass du mir in meinem Leben immer wieder geholfen hast. In einer Phase, in der ich dich eigentlich komplett aus den Augen verloren habe und kaum noch an dich geglaubt habe, da hast du mir geholfen. Ich lobe dich dafür, dass du mir immer wieder vergeben hast, obwohl ich so oft schon Fehler gemacht habe. Und auch, wenn so viele Menschen aktuell vor der Zukunft Angst haben, bin ich mir sicher, du wirst uns helfen. Loben. Ein richtiges, großes Loblied soll das letzte Klangbeispiel sein. Ein Lied, das ein Lobpsalm ist, die gibt es nämlich auch. Und da ist es dann nicht so, dass Klagesuche und Lob ineinander übergehen, sondern da sprudelt das Lob aus den Menschen heraus. Nach so viel Klagen und Suchen wird es gut tun, ein bisschen davon zu hören. All people, clap your hands. Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf. Applaus, Applaus. Applaus für diese Familie und die freien Stunden ohne Stress. Applaus. Für Musik, die man in schweren Zeiten hört und für die, wenn es einem richtig gut geht.
Applaus für Bücher und für helfende Sprüche. Applaus für helfende Hände, für diese eine Person, für besondere Ereignisse und für die beste Freundin und den besten Freund. Applaus für die Vögel mit ihren wunderbaren Stimmen, für Bienen mit ihrem Honig, für Schafe mit ihrer weichen Wolle. Applaus für alle Lebewesen, ob groß oder klein, für die Blumen, Rosen, Tulpen, Sonnenblumen. Applaus für die kleinen Dinge im Leben, für Tänze, für die Fröhlichkeit, für Abschiedsküsse und für die Liebe. Applaus für gute Gespräche. Und für alles Schöne im Leben. Applaus, Applaus! Mein Herz geht auf.